Am Rastplatz Funkenhausen geht es laut zu. Alle Handbetriebe heute auf der Autobahn A1. Da drüben liegt Wetter mit dem Hakorturm. Da drüben liegt das Wasserschloss Werdringen, wie sich's nennt. Da ist der Kreisberg mit den Hochhäusern von, wie ist das noch? Burghausen, glaube ich. Da geht's zur Vollmundung. Und hier in der Wald, da komme ich her. Keine guten mehr heute. Was bei allen Notfällen nicht fehlen darf, das hier ist der Punkt E6-3HR. Na, was meint ihr wohl? Der Hochspannungsmast. Nach meiner Berechnung handelt es sich um Nummer 20. Nee, 19. 19 müsste das schon sein. Schauen wir mal. Ja, die Sonne lässt uns heute nicht im Stich. Sie blendet nur hin und wieder etwas. Da geht es übrigens gleich rauf. Da ist Nummer 20. Ja, geritten wird hier auch viel, sehe ich gerade. Das ist ja auch ein schöner Weg dafür. Besser als die Autobahn nebenan. Wie ich schon sagte, Nummer 19, ist richtig. Noch ein Blick rüber nach Würmerstein. Ja, viele Büsche im Weg. Ist leider auch weiter höher so. Ja, dann ist das hier wohl mal der Kreuzweg. Marktplatz Funkenhausen wird angegeben. Allmählich nähere ich mich meinem Ziel. Auf der Halle, links oben. Gehe noch am Hegte vorbei. Oder am Hegte oder im Hegte. Weiß immer noch nicht so genau, wie das heißt. Jede Karte sagt was anderes. Wie man sieht, bin ich doch in der Nähe von der Autobahn geblieben. Lohnt sich. Nicht wegen der Autos, sondern wegen der tiefen Hohlwege. Einer zieht sich hier rauf, wo ich herkomme. Da oben ist der Förstereibetrieb. Der heißt hier offiziell Am Hegt. Solche angeschütteten Picknickplätze liebe ich. Das macht den Weg hier durch bequemer. Auch wenn es recht steiler wird, da muss man ja nicht lang. Bin vom Hauptweg abgewichen. Mir wurde die Autobahn zu laut. Unten fließt übrigens der Sonnenbergbach, wenn ich das richtig im Überblick habe. In dessen Tal geht es jetzt auch langsam. Richtung auf der Halle, schon erwähnt. Ja, der erschlichene Pfad hier ist sehr gut zu begehen, gefällt mir. Unten im Tal links, nah am Bach, ein weiterer Weg. Der große Weg rechts führt weiter eine Autobahn entlang. Da kommt dann auch irgendwann eine Ferngasleitung. Vor mir ganz interessant. Ein Baumwurf mit sehr vielen splittrigen Steinen. Also schiefrig kann man schon nicht mehr sagen. Sowas halte ich ganz gerne mal fest.